So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Pokémon Shiny Gold X mit mir, dem Regi. Und in der heutigen Episode holen wir uns den 7. Orden von Norbert auf Ansage, denn ja, Norbert führt eine Eisarena und wir wissen alle, wie Eis-Pokémon ja nun mal so drauf sind, ne? Die sind ziemlich zerbrechlich und anfällig gegenüber Kampfattacken. Und wisst ihr, was ein Kampf-Pokémon ist, das wir zufälligerweise auch im Team führen? Richtig, Mr. Satan, aka Mr. Satan. Ja, Mr. Satan, muss ich glaube ich nicht so sagen, hat jetzt schon über 100 Angriff. Ja, dazu noch ein Step-Durchbruch. Perfekte Mirissimo für den Kampf gegen Norbert. Und ja, wir haben halt Mr. Satan drin. Hip-Hop hat auch Level 36 erreicht, genau wie alle anderen. Ich habe alle auf 36 gebracht. Ich denke, das sollte reichen. Außerdem hat das Training unglaublich lange gedauert, weil es hier um Mahagonia City herum nur Pokémon auf Level 15, 16, 17 gab. Und das war halt echt anstrengend. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir heute Mr. Satan eigentlich ja, den Job überlassen können. Mal gucken, vielleicht gibt es ein böses Erwachen, vielleicht hat auf einmal der Norbert einen Arktos oder sowas nervt. Ich hoffe natürlich nicht, aber man weiß nie. Also here we go. Ich bin ein alter Sack und habe richtig, richtig viel Erfahrung mitgebracht und bin der älteste Einwohner in dieser Stadt. Und zufälligerweise auch der Trainer, Alter. Ich, Norbert, der Wintertrainer, werde versuchen zu gewinnen. Okay, ich hoffe, bei dem Versuch bleibt es dann auch Norbert. Hier erstmal die stylische Pose von Norbert. Und er steht Glalie in den Kampf und das ist 42, was ist da los? Glalie mit 42, meine Freunde, Firnontor. Das könnte auf jeden Fall ein Brick Break eventuell sogar tanken. Ja, das könnte sogar echt noch tough werden. Ja, ich sag's ja. Was ist hier los? Nein, nicht du auch noch! Nicht du auch noch! Okay. Triff, triff, triff. Noch einer! Was? Zwei Hypertränke jetzt schon! Ich muss treffen. Okay. Okay, okay. Das heißt. Jetzt nochmal. Noch einen Durchbruch bitte. Ja! Okay! Double Team, keine Wirkung gegen mich! Ich bin mittlerweile Double Team immun. Ja, ich habe mich impfen lassen vom Doktor. Ja, geht doch. So, wir sind zurück zu diesem epischen Kampf mit Doppelteam Action. Ich hasse Doppelteam. Aber es läuft ja ganz gut und Takedown. Bodycheck. Ne, wollen wir natürlich unseren Pokémon nicht beibringen. Bodycheck in der Nuzlocke oder generell Rückstoßattacken. Sehr, sehr riskant. Und jetzt kommt was rein als nächstes? Dewgong. Ja, und Dewgong nehme ich gerne. Vor Dewgong habe ich, um ehrlich zu sein, sogar am wenigsten Angst. Ich hoffe, ja, ich sag's auch. Critical Hit! Nice, wie es sich gehört. Und ja, okay, das Level von dem, das hat mich jetzt gerade schon ein bisschen aus der Bahn geworfen. 42, 40 und jetzt noch 44? 43. Okay, das ist schon eine Menge. Aber wir haben zum Glück Mr. Satan dabei. Und wie gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel auch Glurak oder so hätten, Glurak hätte uns in dieser Arena auch unglaublich viel gebracht. Haben wir nicht Reflect. Oh, Reflect! Ich raste hier komplett aus! Ich raste hier komplett aus, Leute, guckt euch das an. Reflektor, eine Barriere. Aber wisst ihr, was Mr. Satan sagt? Ha! Oh shit, das ist. Der Löffel lag auf den Tisch, Leute, und der ist jetzt einfach runtergekracht. Unglaublich. Ich habe mir jetzt noch einen schönen Vla-Joghurt gegönnt. Die sind ultra lecker. Ja. Ist irgendwas passiert? Ich glaube nicht. Okay. damit haben wir jetzt den Orden noch errungen. Von den guten alten Norbert Boy. Norbert, was los? Reflektor auf deinem Pillow-Swine. Ist natürlich schon gut. Ich meine, das ist auch nicht schlecht, ne, wenn man da Reflektor auf dem Pokémon drauf hat. Aber gegen ein Pokémon mit Durchbruch, wenn du ein Pokémon mit Durchbruch dabei hast. Shit happens. Sorry, Norbert. Heute gibt es aber keinen Rosentopf für dich. Rosentopf, sagt man das so? Okay, wir können jetzt irgendwas mit Whirlpool außerhalb eines Kampfes benutzen. Und wir kriegen sogar noch die TM 16 und das ist Icy Wind, also Eissturm. Aber was wir mit Eissturm wollen, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Deswegen vergessen wir das einfach und verlassen die Arena. So schnell es geht. Ah, das wird gut. Sitze ordentlich im Gepäck, ohne sonderlich viele Probleme. Ich meine, wenn wir einmal den Double Team gemisst hätten, hätte das schon Probleme gegeben. Aber so. Du hast eine Poke-Beeper-Nachricht von Professor Elm bekommen, okay. Wollte jetzt einfach nur nachschauen, wie es uns geht. Und Team Rocket ist wohl irgendwie in der Dukatia City unterwegs. Und da sollen wir mal nachschauen. Normalerweise kann man jetzt direkt nach Dukatia City. Ich für meinen Teil mache das aber in der Regel immer so, dass ich viel lieber mit meinem Pokémon erstmal nach Ebenholz City gehe. Durch den Eiszonen. In manchen Spielen geht das, in manchen nicht, weil man anscheinend dann immer erst das Dukatia City Event machen muss. Ich für meinen Teil hoffe, dass es jetzt aber auf jeden Fall trotzdem geht. Und deswegen
Keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach mal auf die neue Route. Das ist jetzt nämlich die Route was? Route 44 Richtung Ebenholz City. Finde ich in Ordnung. Ich habe sogar noch einen Slot. Da könnten wir eventuell den nächsten paar Dipsiana reinnehmen. Ich mach mal Bruce Bett. Ah, wobei Bruce Bett, das ist ein Psycho, glaube ich. Ich mach mal Bushi nach vorne. Ja, Leute. Wie gesagt, siebter Orden ohne sonderlich viel Probleme gewonnen. Das mit Doppelteam hat mich jetzt gerade mal wieder ein bisschen enttäuscht, weil Doppelteam. Ja, okay. Ich muss gestehen, ich habe von der Arena sowieso nicht wirklich viel erwartet, ja. Ich meine, was soll es denn in der Arena jetzt auch, oder was hätte es in dieser Arena sonderlich viel geben sollen, was uns eventuell Probleme gemacht hätte? So mega viel gab es da halt nicht, weißt du? Das sind halt Eis-Pokémon, wir haben halt einen Kampf-Pokémon dabei und deswegen strugglen die da halt schon teilweise sehr hart dagegen. Ja, deswegen habe ich mir auch keine Sorgen gemacht eigentlich, aber dass da wieder Doppelteam vertreten war, das hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Naja, ich will mich da mal nicht drüber aufregen, ich will mich da mal nicht... Oder ich will da mal nicht von enttäuscht sein, wir machen einfach weiter und wisst ihr was, Leute? Ich habe heute ein Problem gehabt. Ich hatte gestern sogar schon ein Problem gehabt. Weil YouTube hat gestern unglaublich lange für ein Video-Upload gebraucht. Und das war extrem ärgerlich, weil ich ja gestern eigentlich noch Zelda bringen wollte. Deswegen konnte ich Zelda zum Beispiel gestern nicht pünktlich bringen. Nein, das tut weh. Okay. Nochmal 100 Tag. Deswegen konnte ich Zelda gestern nicht pünktlich bringen und dachte mir ganz ehrlich, bevor das Video jetzt irgendwie um 9 Uhr hochgeladen wird und sich das gar keiner reinzieht, ne? Weil ich achte da natürlich auch drauf, dass die Leute das zu einem schönen Zeitpunkt kriegen, dass die Videos, damit man die sich auch tatsächlich reinzieht. Ja. Ich schieb das aus morgen. So, heute war das Problem. Ich hatte halt Shining Gold X noch nicht aufgenommen. So, ich musste nämlich heute Morgen auf die Heizungsleser. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die, manchmal kommen halt die Leute von den Firmen, von den Vermietern halt, die dann da von denen aus kommen und dann gucken die halt, wie sieht mit der Heizung aus, ist sie in Ordnung, ne? Wie sieht es aus mit dem Stand der Heizung, ne? Ist alles okay, dies, das. Gucken die dich halt an. Sollte heute bei uns eigentlich der Fall sein. Mir wurde gesagt, ich war um 9 Uhr wach, Leute. Und ich bis 15 Uhr kam keiner. Bis 15 Uhr kam keiner, wirklich. Und das Problem war, ich hätte mich natürlich in diesem Intervall von 6 Stunden, hätte ich mich jederzeit ransetzen können, ein Video aufnehmen können. Zur hier Pokémon Shiny Gold X, was ich auch vorhatte eigentlich. Weil ich dachte, die kommen so spätestens 12 Uhr, da nimmst du ein Video auf und dann ist es halt um 2, 3 Uhr spätestens da, ne? Dachte ich. So, aber da kam halt keiner und ich habe in jede Minute gedacht, du musst warten, wenn du jetzt aufnimmst und die dann deine Aufnahme reinplatzen, keine Ahnung, ist irgendwie schon ein bisschen strange, wisst ihr? Deswegen, ja, habe ich gewartet und keiner kam. Heißt also für mich, ich musste spontan umplanen und habe einfach mal, wow, 5 Rock Blasts? Seriously? 5 Rock Blasts, nicht schlecht, das war auch nicht alle Tage. Hab dann halt einfach mal kurz halt umgeplant und dachte mir, heute bringst du mal Zelda früher als Pokémon, aber für Pokémon zu Zelda-Zeit. Ist glaube ich auch in Ordnung. Ich meine, keine Ahnung. Ist ja nicht schlimm. Videos kommen ja trotzdem, ne? Und diejenigen, die es sehen wollen, können sich das ja dann jederzeit immer noch reinziehen. Aber mich persönlich hat das schon echt geärgert, ohne Witz. Ich meine, ankündigen und dann nicht kommen, seriously. Das hat mich schon echt sehr enttäuscht. Das hat mich schon echt sehr enttäuscht, muss ich gestehen. Aber gut, das ist der Grund, warum heute zum Beispiel Shiny Gold X mit Zelda die Plätze tauscht. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Morgen ist wieder alles beim Alten. Heißt also, Pokémon gibt es dann vorher, also früher als Zelda. Nur, dass ihr Bescheid wisst, Guys. Ja, und ganz nebenbei, Leute, ich war jetzt so am Überlegen jetzt zuletzt. Hab überlegt und hab mir gedacht, ja gut, diese Arena hier, die nächste, also die von Norberg, die wird nicht gut. Die wird wahrscheinlich ziemlich einfach sein. Aber wisst ihr, was umso härter dafür wird? Die letzte Arena. Drachenarena, ohne Witz, ich erwarte da richtig viel Schmerz bei uns. Oder von uns. Ich erwarte unglaublich viel Schmerz, weil wir hatten jetzt, man muss sich mal vor Augen führen, wir hatten ja bis jetzt immer richtig viel Glück mit den letzten Arenen. Mehr oder weniger. Ja, wir hatten richtig viel Glück in Animonia City. Da war es halt eine Kampfarena und wir sind halt Vogelfänger Regi, ne? Also ich bin Vogelfänger Regi, deswegen habe ich da keine Probleme mit gehabt. Und oh shit, das kann noch Hornbrunnen, ne? Don't jinx it, man. Ich sag gar nichts. Und ja, dann gab es noch die Stahlarena. Dann haben wir aber halt unser Kampf-Pokémon gehabt. War auch easy going, ne? Deswegen sind wir auch durchgerusht. Und wir hatten jetzt eine Eisarena. Aber auch da hatten wir wieder unser Kampf-Pokémon, was ziemlich OP ist. Nehmen wir uns das Garabon. Ja, wie es der Zufall so will, haben wir also einfach mal richtig viel Glück gehabt in den letzten Arenen. Von Timing her. Und deswegen haben wir da auch nicht sonderlich viele Probleme mit gehabt. Aber die nächste Arena, ich habe da keinen Counter gegen. Also keinen direkten Counter. Ich musste mit dem Stoff arbeiten, den ich habe. Und Leute, keine Sorge, ich bin jetzt nicht irgendwie Jesse Pinkman, ne, oder geschweige denn Walter White. Ich habe nichts mit den ganzen Stoffen so zu tun, ne? Ganz nebenbei. Aber
ich muss halt mit den Sachen arbeiten, mit den Pokémon arbeiten, die ich hier aktuell zur Verfügung stehen habe. Und das wird... Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich kriege da noch irgendwas Gutes. Wow! Das Ding ist 10 Level höher als wir, ne? Das darf man nicht vergessen. Aber das Ding kann 100 pro Flammenwurf. Das ist unangenehm. Das ist unangenehm. Und Tauros ist auch nicht bei Full Health. Und das Ding kann Flammenwurf. Wann lernt das Ding Flammenwurf? 42 kann das sein? Ich weiß es nicht. Oder schon auf 33. Und es kann auch Flügelschlag und so wachsen. Okay. Dann muss ich jetzt auf die altvertrauten Methoden zurückgreifen. Confuse Ray! Confuse Ray, den ich immer verlasse. Jedenfalls bei den Gegnern, bei mir. Aber gut, vielleicht habe ich ja auch Erfolg mit... habe ich nicht. Aber die RNG muckt hier ziemlich rum mit Scale Face. Ich habe da nichts gegen. Ich meine, wir sind schonungslos underlevelt. 10 Level underlevelt und... Ich weiß nicht, was ich von dieser Level-Kurve halten soll. Ist ja schon eigentlich so gesehen ziemlich erschreckend, ne? Dass das jetzt so krass abgeht hier mit den Leveln. Ich habe auch keine gute Möglichkeit zu trainieren hier. Außer, dass ich da Stunden an Training rein investiere, ne? Das ist klar, aber das will ich eigentlich ungern. Jetzt muss ich auch noch aufpassen, dass... Flammenwurf wird jetzt geboostet, ne? Nein, das kann nicht sein. Wir haben Großbrand auch noch aktiviert. Oh, wie gesagt. Ja. Bong! Oh Mann, Bruce Bat, warum? Und das nur, weil wir schon los underlevelt sind. Was soll ich denn hier so ein fucking Lurak machen? War Sturzbar aktiv. Ich kann Flügelschlag. Flammenwurf. Oh, Alter, was mache ich denn dagegen? Das hat jetzt auch noch Großbrand aktiv. Was mache ich denn dagegen? Ist Hip-Hop schneller? Uschi sei schneller. Sei einfach schneller. 9 Level. Oh, ich wusste. 10 Level ist harter Tobak. Wir sind schneller. Wir kriegen dieses Charizard down. Aber wir haben Bruce Bad verloren, Mann. Okay, ist ja nicht so, als ob ich nicht genug Flug-Pokémon auf Reserve hätte, aber es... Come on, man. Seriously? Aaron, Jesus. Bruce, Bad. Und ich kann zur nächsten Episode wieder trainieren. Fuck this! Wo soll ich denn trainieren? Soll ich jetzt wieder Stunden des Trainings hier rein investieren? Was ist da los? Okay. Don't cry, boy, don't cry. Bruce Band, don't cry. Ich mochte Bruce Band. Und Bruce Band war verlassen. Bruce Band war ein totes Pokémon. Ja, Leute, unsere Streak ist gebrochen. Nach langer, langer Zeit haben wir mal wieder ein Pokémon verloren. Einfach weil wir schon so underlevelt sind. 10 Level waren das. Weil Glurak einfach zu diesem Stadium ziemlich sick ist. Naja, Bruce Band, was soll ich dazu sagen? Du bist schon sehr, sehr, sehr lange dabei. Teilweise auch schon im Team. Und du hast uns enorm geholfen in vielen Arenen und Situationen. Leider heißt es jetzt hier Abschied nehmen. Ist mein Leid, Bruce Bad. Ich hätte dich wirklich gerne gehabt, aber wir sehen uns irgendwann mal wieder. Bullshit. Totally Bullshit. Ich überlege gerade, was hätte ich gegen Charizard machen können? Was hätte ich gegen Charizard halt besser machen können? Ich glaube, es wird... Kein Flyer mehr, ne? Ich habe kein Flyer mehr. Ich habe. Papungan kann nicht fliegen, ne? Guck mal, die Pokémon raus, die ganz gut sind. Flauschi kann ich zum Beispiel rausholen. Flauschi ist solid. Elektroball. Ja, also das Evoli kommt auf jeden Fall in die engere Auswahl. Ja gut, Draco kann ich eigentlich auch rausholen, erstmal. Das ist auch nicht schlecht, das Ding. Alles andere will ich jetzt erstmal, glaube ich, noch nicht haben. Jetzt kommen wir mal zu den Flyern.
Schwalbini ist, glaube ich, die beste Alternative, was die Flyer angeht. Sprich die Flug-Pokémon. Also wir können uns aus den 5 da unten jetzt aussuchen. Und zwar 2, um genau zu sein. Ich würde mich am liebsten für Vati und Evoli entscheiden. Das Problem ist dann, ich habe keinen Flyer. Hapunga kann, glaube ich, kein Fliegen erlernen. Das ist was sehr ärgerlich ist. Deswegen wird meine Wahl höchstwahrscheinlich auf Taylor und Sunny fallen. Das Problem hier ist dann wieder, irgendwie fehlt mir dann die Vielfalt. Wahrscheinlich muss ich dann Bushi ablegen, weil ich dann halt Normal Type schon habe. Und mir Normal Type so gesehen nichts bringt. Na, ist das schwierig. Zwei, ich habe noch zwei Slots frei. Das ist echt unangenehm. Lassen wir uns mal überraschen, was ich mir für die nächste Episode so einfallen lassen werde. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen was vor uns. Ich guck mal eben, wie es tatsächlich mit den Flyern aussieht. Ja, sieht aus, Fly. Nee, scheiße. Hunger kann es nicht mehr. Vielleicht muss ich tatsächlich Bushi rausnehmen. Wobei, ich würde, glaube ich, tatsächlich eher Papunga, also Hip-Hop, rausnehmen. Das würde ich sogar tatsächlich eher machen. Der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach, weil ich habe bessere Pokémon zur Auswahl. Und gerade jetzt, wo wir auch noch underlevelt sind und ich das Training eigentlich nicht als wirklich wichtig erachte. Ich habe Pokémon nicht geheilt. Well done. Pokémon nicht geheilt. Well done. Schöner Flinch. Ich weiß, dass Remoraid Aurora-Strahl kann, aber Papunga sollte eigentlich einen tanken können. Artillerie noch? Okay, Artillerie ist jetzt wieder ein bisschen tougher. Gehen wir mal an Mr. Satan. Mr. Satan sollte hier die ganzen Angriffe von Artillerie eigentlich ziemlich solid tanken können. Octazooka. Warum Octazooka? Warum Octazooka auf ein Papunga? Wenn das Ding doch wahrscheinlich auch Aurastrahl kann. Oh, no speed drop. Zumindest sind wir bis jetzt von Crits verschont worden in diesem Part. Das ist natürlich ziemlich gut. Meine Güte. Das ist echt tough geworden, das Spiel, hier an dieser Stelle. Aber nicht, weil das Spiel an sich schwierig ist. Die Levelkurve ist heftig. Die Levelkurve ist echt krass. Ich denke aber, dass da. Oder oh, das ist doch. Wisst ihr, woran das noch liegt, Leute? An den Wechseln. Tausch. Und so weiter und so fort. Naja. Irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Ich bin gerade überlegen, wie wir das am besten machen. Psyana und Ampharos würde ich halt echt schon gerne drin haben. Vor allen Dingen in Anbetracht der nächsten Arena. Aber dann habe ich das Problem, ich habe keinen Flyer und ich brauche einen Flyer. Definitiv. Oder irgendeine Bodenimmunität. Da brauche ich eigentlich unbedingt eine Bodenimmunität. Nicht mal zwangsweise, ne? Ich brauche nicht mal zwangsweise eine Bodenimmunität. Aber ich brauche halt einen Flug-Pokémon, weil ich will ja schon mobil sein. Fragen über Fragen. Leute, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, haut mal die ganzen Vorschläge raus. Ich würde ja Hip-Hop gerne mit, im Team behalten. Ja, One-Touch-Sweep, geil. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir das jetzt mittlerweile so lange rumgeschleppt haben und es uns teilweise in einigen Situationen sogar schon geholfen hat und ich mich da auch dankbar zeigen will. Außerdem will ich sehen, was ich endlich davon habe. Ich meine, ich schleppe das die ganze Zeit rum, damit es endlich mal Megasauger lernt. Und wenn ich das jetzt irgendwie rausnehme, bevor es Megasauger erlernt, wofür habe ich das dann die ganze Zeit trainiert und mitgeschleppt, wisst ihr? Ich meine, den Style-Preis habe ich ja eh schon bekommen mit dem stylischen Pokémon, ne? Ich meine, Hip-Hop! Das geile Papunga. Was gibt's Besseres? I don't know, sondern mal Headbutt. Also diesmal keine Mountain Sleep und wenn, dann gerne mit Flinch. Aber ich kann mir ja auch noch was aus dem Eisfahrt fangen und auch noch auf dieser Route. Wie gesagt, man kann sich in Johto ultra viel fangen. Also ein Gold-Silber-Kristall, eine Nuzlocke. Stellt euch darauf ein, viele Pokémon fangen zu dürfen. Das habe ich schon bei Sacred Gold damals gemerkt. Da hat er so unglaublich viel fangen, Leute. Das ist so krass. Okay. Alles in bester Ordnung. Ich glaube, auf der Route, das war die
vorletzte Trainerin auf dieser Route, ehe wir jetzt gleich in den Eisfahrt bzw. hier auf der Route einen Pokémon fangen werden. Kommt noch ein Bellosaur. Okay, da muss ich jetzt raus. Das kann ich leider nicht mit Hip-Hop machen. Gehen wir ja mal raus auf Bushi. Bushi! Oh, ich vermisse jetzt schon Bruce Wayne. So ein starkes Pokémon eigentlich. Aber leider kam da dieses böse Glurak von nebenan und dachte sich. Flammenwurf. Why am I never lucky? Why am I never lucky? Na, ich bin ja schon underlevel, ne? Kann das Spiel mir dann nicht teilweise bitte entgegenkommen? Mein Stärke ist doch sogar ein Turret-Kill. Nein, nicht mal. Ja, ich habe nicht gesagt, gehen wir mal ein bisschen Satan raus. Hippo wäre ja auch ganz gut gewesen. Ich hätte ja auch Schlafbude auf mit Hip-Hop machen können. Das wäre, glaube ich, sogar der beste Play gewesen. Egal, passiert. So, Battle Dance hat ja in diesem Spiel noch nicht den Boost bekommen. Break, here we go. Jetzt vor Erschöpfung verwirrt, ne? Ist okay. Triff dich selber. Tut mir gefallen, triff dich selber. Thank you very much. Hätte das Glurak sich zweimal selber getroffen, Leute, wäre es okay gewesen. Und ich weiß gar nicht, hätte das Glurak uns auch K.O.t, wenn es nicht in Großbrand-Range gewesen wäre? Ich denke nicht. Weil, ja, es wäre eng geworden. Es wäre definitiv eng geworden. Ich meine, so ein Schlitzer ist ja. So ein Schlitzer hat ja schon viel Damage gemacht. Und dann auch mit einem stärkeren Angriff und Step drauf. Das wäre sehr eng geworden. Aber wir können nicht in den Eiswart. Wir können nicht in den Eiswart, weil da irgend so ein verkackter Bob davor steht. Wo will ich eigentlich gegen den Typen kämpfen? Das hier oben ist ein Vogeltrainer, ne? Das ist einer meiner Rivalen. Das ist der Armin ist das, wisst ihr? Vogelfänger Armin ist das, ja. Der ist war damals schon in der Vogelfängerschule dafür bekannt, dass er mich immer gehänselt hat. Der alte Schweinebacke, warts ab. Wenn ich dich hier. Ja, doch, sollte es reichen. Wir haben Kingler und wir haben noch ein Bushi im Hinterangebot. Hinterangebot, was? Okay, wie Pokémon sind es? Zwei. Zweimal Taubos oder was? Ah, erstmal ein Tauboger. Tauboger und Taubos nehme ich an. Okay. Also, das Tauboger sollten wir easy mit Mr. Krabs handeln können. Ja, okay, wenn ich jetzt nur mit Cut angreifen kann, ist es natürlich ein Problem. Oh! Oh, da hat man für einen kurzen Moment gerade die Dings gesehen. Die, wie hieß das? Die Flingklaue. Die war gerade aktiv, habt ihr gesehen, weil wir schneller waren als Pidgeotto. Und normalerweise ist ein Kingler niemals im Leben schneller als ein Tauboga. Das war noch ein Pidgeotto. Hat das nur zwei Taubos? Zwei Taubos? Seriously? Ja, lieber Armin, ne? Da hast du aber ein bisschen federn lassen. Versteht ihr? Federn lassen. Ach, der war gut. Vogelfänger, der federn lässt. Ist er nicht gut gewesen? Ja, Gott. Kann ich mir selber auf die Schulter klopfen. Der war richtig gut. Da habe ich einen richtig soliden Spruch abgeliefert. Ja, ich bin so stechen. Please, Game. Gib uns auf dieser Route irgendwas Gutes. Ich habe keinen blassen Schirm, was man hier kriegen kann. Ich hoffe, ich gibt es Angela. Aber Tangela hat halt, kann halt nicht so Tangolos werden. Und Tangolos finde ich spitze. Tangela ja nicht so. Deswegen. Ich glaube, Dodo gibt es hier auch. Will ich hier überhaupt ein Pokémon fangen? Oder ärgere ich mich dann wieder dumm und dämlich? Ja, das ist noch ein Item, komm. Wir fangen uns auf dieser Route auf jeden Fall auch ein Pokémon. Wir werden nicht in den Eiswart gehen. Vielleicht gehe ich sogar schon echt vorher zu. Nach Dukatia City. Nur wegen Carlos. Wäre auch noch Option. Schwierig. Aber ich glaube, mit einem gepimpten Team, mit neuen Teammitgliedern, sollten wir eigentlich gegen Carlos solide Chancen haben. Was ist das denn eigentlich? Max Ether, ja, da hat er irgendwas mit dem Links verkackt. Mit dem Scripting. Was können wir hier für ein Pokémon? Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Schlecht ist aber das Pokémon, das wir vorne haben, weil das hat keine Chance gegen Ultrigaria. Ja, Ultrigaria finde ich gut. Habe ich nichts gegen. Nehme ich, glaube ich, einen Kuss an. Ich glaube, Ultrigaria ist so ziemlich das Beste für unser Team, was wir fangen können. Ich meine, wir haben zumindest noch eine zweite Alternative für Hippo. Und auch für Gewaltrohr. Beziehungsweise
Vigaro. Falls dir was passieren sollte. Ulrigaria. Und wisst ihr, Ulrigaria entwickelt sich ja aus dem Clefensa. Und wisst ihr, wie wir Clefensa immer schön nennen? Richtig, Hakan. Heißt also, wie nennen wir dieses Pokémon, wenn wir es fangen? Hakan. Der Hakan hat einen schönen Hakan. Ja, immer ein guter Spruch für Leute, die Hakan heißen. So, gotcha. Weeping Bell was caught. Okay. Wie nennen wir den guten alten Boy, habe ich euch ja gerade erzählt. Also haben wir jetzt sogar Clefensa einfach übersprungen. Wir nennen den guten Boy natürlich. Hakan. Ich könnte es auch I Like James nennen. I Like James war auch eine Alternative, aber Hakan, hey komm. Der Typ muss in diesem Projekt gewürdigt werden. Na Leute, wie dem auch sei, wenn euch die Episode gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Daumen nach oben ist gerne gesehen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder und dann muss ich mir echt was einfallen lassen. Meinem Team, wenn ihr Vorschläge habt, haut raus. Ansonsten haut rein, macht's gut. Arrivederci. Ciao, euer Regi.